Was geht? Willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute mal was Besonderes, und zwar haben wir eine kleine Kooperation am Start mit Yannick. Und wir haben uns gedacht, vielleicht filmen wir einfach mal ein Video zusammen ab. Auf seinem Channel ist auch noch ein Video mit uns zusammen entstanden. Link ist dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn ihr Bock habt. Und was haben wir heute vor? Wir reagieren heute auf 5 verschiedene Pieces. Egal, ob die gehypt sind oder einfach nur extrem teuer oder was auch immer. Wir schauen uns die an, sagen unsere Meinung dazu und dann, wie gesagt, der Yannick auch noch seine Meinung dazu. Moin Leute, was geht? Ich bin der Yannick vom Kanal Yannick, obvious as it is. Und ich wurde heute von den Jungs von Pieces eingeladen, mit auf deren YouTube-Kanal ein Video zu machen, so als Partnerprojekt. Das gleiche haben wir auch auf meinem Kanal gemacht. Finde ich, ist eine sehr coole Sache, sich gegenseitig ein bisschen zu connecten, so ein bisschen was zu machen. Dementsprechend auch an der Stelle einmal danke an die Einladung, an die beiden Jungs. Sehr coole Aktion auf jeden Fall. Es wird jetzt immer so sein, wir sagen unsere Meinung, direkt danach blenden wir Yannick seine Meinung ein. Und dann habt ihr immer so 2 Standpunkte zu den jeweiligen Pieces. Genau, wir fangen an mit der Peso Puffer Jacket. Ihr habt es gesehen, die war natürlich direkt sold out. Wie soll es auch anders sein? Geht inzwischen für 400, 450 sowas im Resell. Würdest du sagen, der Preis ist gerechtfertigt im Resell? Also 450 Euro oder 420 Euro, was wir jetzt hier offen haben, ist schon sehr, sehr, sehr viel. Ich dachte auch, die geht in Resell. Hab heute zufällig gehört von einem, dass er meinte, ey, die kostet 400 bis 500 Euro. Da habe ich noch gedacht, verarscht mich, weil ich dachte, die geht schon in Resell. Aber nicht so krass, dass die jetzt, keine Ahnung, ich glaube, die war jetzt 219. Also dass es fast nochmal das Doppelte ist, hätte ich nicht gedacht. Aber man muss ja auch dazu sagen, als wir damals die Reaction gedreht hatten, haben wir auch schon gesagt, das wird das gehypteste Piece aus der ganzen Collection. Er hat da was getroffen, sag ich mal, oder Nerv getroffen, ja. Weil einfach so eine Jacke wirklich nicht existiert. Washed, oversized, Puffy Jacket, jeder sucht Puffy Jackets für den Winter, also kann man nicht besser mitgehen, außer mit so einer Jacke. Was soll ich groß dazu sagen? Die ist aus der letzten Peso-Kollektion, aus der Spoiled Youth-Kollektion, hat glaube ich 220 Euro gekostet und für den Preis finde ich die wirklich in Ordnung. Sehr cool finde ich an der, dass sie eben so Vintage-Vibes hat, dass sie so ausgewaschen ist und ja so einen Washed-Grey-Look hat. Ich finde, das kommt ja wirklich sehr nice. Dazu finde ich auch den Fit sehr cool, also die ist so leicht cropped geschnitten und genau das finde ich bei Pufferjacken, glaube ich, echt sehr cool. Das fühle ich sehr. Ja, ansonsten eine ganz normale Cargo-Puffer-Jacket mit den Cargo-Taschen ganz cool. Insgesamt, also wirklich sagen, wirklich, wirklich eine coole Jacke, bin ich ein Fan von. Kostenpunkt bei der allerdings, wie gesagt, Retail 220 Euro. Allerdings natürlich ausverkauft, wie man es von Peso kennt, und kostet auf eBay Kleinanzeigen zwischen 300 bis 400 Euro. Und das Geld würde ich einfach nicht für eine Winterjacke ausgeben. Dementsprechend würde ich sie mir jetzt auch nicht kaufen, aber insgesamt auf jeden Fall eine wirklich geile Jacke. Das nächste Piece wären Supreme TNs. Die kommen ja jetzt die Tage raus oder sind rausgekommen. Kommt drauf an, wann wir das Video rausbringen. Hierzu muss ich sagen, fühle ich gar nicht. Ich bin gar kein TN-Typ so. Also Paul zum Beispiel hier aus dem Team feiert die extrem. Verbindet den mit was ganz anderem als mit Streetwear sozusagen. Leon sieht da halt direkt 187 Straßenbande vor sich, glaube ich. 187. Es gibt auf jeden Fall TNs, so, die man anziehen kann, die ich geil finde. Die finde ich jetzt alle so, der grüne Colorway, wir haben die hier unten noch offen. Deswegen, wenn dann der weiße, würde ich sagen. Genau, wenn dann der weiße, und der ist schon wieder zu sehr in diesem Supreme-Ding und Basic. Und die anderen beiden. Haifisch. Der grüne sieht aus wie die Schlappe von InScope. Ich muss sagen, die roten würde ich feiern bei einem Rapper auf der Bühne. Extrem. So bei Skepta oder was weiß ich, bei A$AP, bei A$AP ist schwierig. Ja, nee. Aber bei einem Skepta oder sowas auf der Bühne würde ich die extremst fühlen. Aber andererseits, also das ist eher, das ist auch schon das Maximum, wo man die sehen kann sozusagen. Ja, ja. Ganz kurz und quick, ich finde grundsätzlich die Silhouette von dem Schuh echt ganz nice. Oder auch den Schuh, Nike TNs, finde ich so ganz cool. Allerdings würde ich jetzt vor allem nicht einfach so diese weißen kaufen, wo einfach so ein rotes Husch ist, wo dann noch Supreme draufsteht, ist in my opinion unnötiger Flex, vor allem weil die dementsprechend auch teuer sein werden und dann einfach weiße Schuhe sind, würde ich persönlich einfach nicht so fühlen, vor allem eben auch nicht weiße Schuhe tatsächlich in diesem Stil. Da finde ich viel, viel geiler, so diese schwarze Variante, die so ja so ein rosa, rot, lila mit drin haben und das Ganze sieht eben auch so leicht nach Flammen aus, eben aufgrund so von diesem Muster. Und ich finde, das hat so einen sehr, sehr coolen Skater-Look, also könnte sehr in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob es persönlich mein Stil wäre und ob ich die Schuhe jetzt kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Insgesamt aber, glaube ich, würden die auf manchen Fitpicks so richtig kombiniert zu so einem Skater-Look oder so wirklich, wirklich geil kommen. Und dann noch die letzten Schuhe, die
eigentlich grün sind mit noch blauen und orangenen Details und ja, nee. Kann ich bisher noch gar nichts mit anfangen, weiß ich auch nicht. Also für mich auf jeden Fall nichts. Weiß ich nicht. Ja, ist sehr bunt, sehr laut und ist definitiv nichts für mich, würde ich behaupten. Gut, als nächstes haben wir dieses Aladdin-Shirt hier. Ist erstmal ganz kurz vielleicht als Vorgeschichte. Ihr wisst ja. Ich sag gar nichts dazu. Lass erstmal Meinung machen und dann so ganz am Ende sagen, ah. Okay, okay. Erstmal, wir sagen jetzt erstmal noch nicht dazu, wieso wir genau dieses Aladdin-Shirt genommen haben. Kommt danach, wir sagen jetzt erstmal nur unsere Meinung dazu. Ist, finde ich, ein sehr geiles Shirt. Auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, wie ich das selbst rocken würde, weil das ist ja irgendwie so ein Graphic-Shirt, aber irgendwie auch nicht. Und ich war jetzt nie der riesen Aladdin-Fan oder sonst was, aber hat auf jeden Fall an sich was. Ich meine, das ist aus, ich glaube, 93 oder sowas. Ist auf jeden Fall was Besonderes, aber auch so ein bisschen wie DTNs. Ich sehe mich da ja, jetzt nicht unbedingt. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Piece, also was man dann irgendwie als Rapper mal auf einer Bühne rocken kann oder so, aber ansonsten jetzt nicht wirklich so krass. Ist halt ein Graphic-Shirt, Disney-Graphic-Shirt und damit können wir auch diese Meinung zu Ende machen zu dem Piece. Das Teil kostet nämlich, oder wurde versteigert für $6,000, ist so eigentlich in der kompletten Vintage-Szene übel rumgegangen, weil das so gefühlt das teuerste Vintage-T-Shirt ist, was überhaupt gab. Und diese ganze Entwicklung, dadurch sind alle Vintage-Shirts nochmal ein Tausender teurer geworden, so gefühlt. Also ist krass, wie sich das entwickelt. Sagt mal da rein, oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dafür auch so viel ausgeben würdet. Junge, wenn da jemand Ja schreibt. Over. Crazy. Ich musste wirklich staunen, wo ich das gesehen hatte. Der Mo hatte mir das zugesendet und ich sehe nur $6,000 für dieses Shirt wird ausgegeben. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ist ein sehr lauter Print, sehr auffällig. $6,000, never ever würde ich das dafür ausgeben. Ja, ich würde es mir vermutlich auch nicht für 10, 20 Euro kaufen. Ich schätze es auch eher so ein, dass es so ein wirkliches Sammlerstück ist für irgendwie Disney-Liebhaber, die, ja, so sehr darauf abfahren irgendwie und jetzt nicht unbedingt so ein richtiges Fashion-Piece. Also ich persönlich würde es eben, auch wenn ich es jetzt in so einem Second-Hand- oder Vintage-Laden finden würde, nicht kaufen. Dann als nächstes die neue 6PM College-Jacke in schwarz. Dazu muss ich sagen, ich finde die sehr, sehr nice. Ich sag, so ein paar Details hätte man noch krasser gestalten können. Ich glaube zum Beispiel die Ärmel sind nicht so Lederart, sondern eher so ein dünnerer Stoff, was ich nicht ganz so fühle. Ja, kann man sehr schlecht beurteilen, ja. Aber ansonsten, das mit den Patches, hinten drauf steht ja Sad Boys Club oder so, trifft Ashraf jetzt in dem Fall auch perfekt den Zahn der Zeit so. Also College-Jacken sind ja auch übel gehypt zurzeit und mit diesen vielen Patches drauf oder so kommt sehr, sehr wild. Ja, würde ich auch sagen, ich finde die Vorderseite schon echt extrem cool, kann ich nichts gegen sagen. Die Ärmel finde ich auch relativ wack noch im Vergleich. Die Patches mit diesem Herz und dann 6PM auf der Brust, so kommt schon sehr cool. Vielleicht hätte man auch am Body noch irgendwie weiße Akzente oder so einfügen können, jetzt bis auf die Knöpfe. Die Knöpfe fühle ich aber sehr. Aber an sich auf jeden Fall ein gelungenes Piece, kann man nichts gegen sagen. Ja, auch meiner Meinung nach das krasseste Piece aus der Kollektion auf jeden Fall. Danach haben wir noch die 6PM College Jacke, die ja auch wirklich sehr gehypt ist. Und dazu muss ich sagen, erstens College Jacken bin ich ein absoluter Fan von, habe ich vor allem jetzt letztens erst so ein bisschen für mich entdeckt und finde ich insgesamt vom Stil her wirklich, wirklich cool. Hier hat man eine in schwarz mit so weißen Ärmeln. Finde ich in der Kombi ganz cool. Ich finde vor allem ganz oft diese weißen Ärmel echt nice. Wobei ich auch von der Farbe her vermutlich noch so ein Tannengrün, so ein Navy, Königsblau oder auch Rot oder sowas auch, glaube ich, geil finden würde. Wobei schwarz in dem Fall eben auch geil ist, vor allem weil es eben zu vielen Sachen passt. Das Einzige, was ich hier kritisieren würde, ist neben dem Preis von 180 Euro, was für die Qualität, denke ich, auf jeden Fall rechtfertigbar ist, aber schon insgesamt auf jeden Fall teuer ist, dann eben noch so ein bisschen das ganze Thema drumherum. Da steht eben hinten auch noch Sad Boys Club drauf und ist so dieses ganze Fuck Love Ding und Love Hurts und ja, I don't know, ist nicht hundertprozentig meine Wave mit diesem Sad Boys Club und so. Deshalb weiß ich nicht, ob ich persönlich eben diese Colchacke tragen würde. Ich denke, ich würde sie nicht tragen, einfach aus dem Grund, aber insgesamt Colchacken sind geil. Die Quali von 6PM soll wirklich sehr heftig sein, habe ich mir sagen lassen, vor allem eben auch was die Colchacke angeht. Und insgesamt mit diesen ganzen Patches und Stickern und hinten auf dem Rücken auch noch was drauf und so, finde ich, kommt auch geil. Nur eben dieses generelle Thema mit Sad Boys Club und Love Hurts und so, ist nicht so mein Fall. Gut, als letztes noch, wie könnte es anders sein?
Wir haben noch die Shindy Road to Gold Jacke dabei, die Champion Atlanta 1996 Jacke von den Olympischen Spielen. Hatten wir inzwischen bestimmt schon 5-mal bei uns hier. Viel öfters, Alter. Kann auch 10-mal sein, ich weiß es gar nicht mehr. Am Anfang war es noch so, da haben wir richtig versucht, die zu bekommen. Inzwischen bekommen wir die einfach irgendwie rein so und es ist immer noch jedes Mal geil, die Jacke. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die, also kurze Hintergrundstory, die war auch schon bevor Shindy die getragen hat, hatte die ihren Preis. Danach wurde sie dann kurzzeitig nochmal extrem teuer und dann hat es wieder abgeflacht. Jetzt ist es wieder auf dem Preisniveau, wo es circa vorher war. Ich muss sagen, ich fühle die auch extrem, weil sie halt so außergewöhnlich ist. Ich würde sie selbst nicht rocken so, weil sie mir zu... Außergewöhnlich. Ja, nicht zu außergewöhnlich, sondern sticht so extrem heraus. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist es schon auf jeden Fall legitim, dass die diesen Wert hat. So. Ich finde auch, das ist so ein bisschen wie bei dem Aladdin-Shirt so, oder bei den TNs. Das sind alles so geile Pieces, wo ich irgendwo den Preis, okay, 6.000 Euro jetzt nicht, aber ich verstehe so diesen Preis, dass die Jacke zum Beispiel 100, 200 Euro kostet. Finde ich völlig in Ordnung, aber mir wäre es auch nicht wert. Ich finde die Jacke auch ziemlich geil. Vielleicht hätte ich sie mir auch im anderen Leben geholt, so zum Beispiel, wenn es jetzt Pieces nicht geben würde oder sonst was. Ich finde sie auf jeden Fall sehr fresh. Ob ich sie selbst rocken würde, weiß ich jetzt nicht. Ich finde sie jetzt nicht ganz so geil wie... Zum Beispiel die Carolina-Jacke aus dem Video, das wir bei Yannick gebracht haben. Auschecken. Und da muss ich sagen, wirklich ein cooles Piece. Also hat echt was, finde ich, ja, ist sehr geil. Ist eben wirklich, vor allem wenn man so diesen Vintage-Film sehr hart fühlt, denke ich, ein Piece, was wirklich echt geil ist und cool kommt. Ich persönlich würde es mir, denke ich, nicht kaufen, einfach weil ich nochmal so ein bisschen anderen Stil habe. Ja, diese auch diese Trainingsjackenart oder so nicht so viel, vor allem wenn die dann so ein bisschen weiter sitzt mit diesem Stoff. Aber insgesamt ansonsten eine coole Jacke. Besonders geil finde ich hier, dass eben noch so Schriften sind, dass da steht Champion hier, USA, dann diese Ringe, dass man da irgendwie noch so ein Logo hat und alles Mögliche. Das finde ich insgesamt schon irgendwie nice und kommt cool. Und ansonsten natürlich auch ganz klar das generelle Design von dieser Jacke. Insgesamt wirklich, wirklich echt nice. Persönlich würde ich sie mir, wie gesagt, nicht kaufen. Aber ich würde sagen, trotzdem, ich habe sie in einigen Fits gesehen, auch bei Shindy. Und muss sagen, ey, ist eine coole Jacke. Ich denke, das war unsere Meinung zu den 5 Pieces. Ihr habt auch Yannicks Meinung jeweils gehört. Danke, dass du dabei warst bei dem Video. Danke für die Zusammenarbeit, war sehr cool. Nochmal an der Stelle. Schreibt gerne zu den Pieces eure Meinung in die Kommentare. Vor allem zu dem 6.000 Dollar Aladdin-Shirt. Ja, bitte wirklich, wenn ihr jetzt noch dabei seid, schreibt was zu dem Aladdin-Shirt in die Kommentare. Das interessiert uns wirklich sehr, was ihr dazu sagt. Wir wurden ja damals bei einem Shirt irgendwie für 200 Euro geflamed. Wie gesagt, da ist noch Luft nach oben so. Ansonsten war's das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.